Ja, Biathlon ist halt wirklich eine sehr komplexe Sportart und dadurch sind auch die Trainingsvariationen wirklich sehr vielseitig im Sommer. Da geht es über Mountainbiken, Skirollern, viel Krafttraining, viel Koordination, aber auch viel Techniktraining, dass man dann einfach schafft, im Winter die gute Technik mit der genügenden Kraft und genügend Ausdauer halt in schnelle Bewegungen umsetzen kann und somit dann wirklich eine gute Laufleistung hat und dann auch noch das Schießen mit unterbringt. Deshalb trainieren wir jetzt hier im Kraftraum auch sehr viele allgemeinathletische Dinge, um auch im Bauchrückenbereich und vor allen Dingen auch im Schultergürtelbereich dort die Kräftereserven zu mobilisieren und die Sportler auch wesentlich auf ihre Wettkämpfe vorzubereiten. Ja, genau. Am Anfang der Saison fängt man halt eher an mit Kraftausdauer und viel Stabi. Und dann, umso näher der Winter kommt, macht man auch ein bisschen Schnellkraft und Maximalkraft, dass man halt spritzig wird für die Wettkämpfe.